So, heute gibt es wieder was Besonderes von mir. Und zwar hatte ich am Wochenende ein bisschen Zeit, um mir wieder etwas Neues auszudenken, auszutüfteln. Und habe mir mal eine eigene Anleitung für eine Brezel geschrieben. Und gleich ausprobiert und sie ist gar nicht so schlecht geworden. Jetzt dachte ich mir, das muss ich euch gleich zeigen. Und los geht's wieder mit unserem magischen Ring. In den machen wir drei feste Maschen rein. So. Also, eins, zwei und drei. Ich zeige euch jetzt mal meine Größe der Breze. Ich häkle mit der Nadelstärke 3,0 und mit einem ganz normalen Wolle. So empfehlen wir auch 2,5. Probiert es einfach mal aus. Sie ist schön handgroß. Und wenn euch das zu groß ist, dann nehmt einfach die 2,5. So, und jetzt zurück zum magischen Ring. Wir ziehen ihn zusammen, vorsichtig. Haben drei feste Maschen. Wer möchte, kann natürlich mit Kettmaschen arbeiten. Ich mache in Runden wieder weiter. So, und wir bleiben noch ganz kurz bei den drei festen Maschen und machen eine separate Runde davon. Es ist ziemlich eng, also schaut, dass ihr wirklich richtig einsticht. Und dann einfach drei feste Maschen macht. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Das ist jetzt schon mal der Anfang von der Breze. Kleine Spitze. So, und wir bleiben nicht bei den drei festen Maschen, sondern erhöhen dann gleich auf sechs feste Maschen. So, jetzt sticht sie in jede feste Masche hinein und verdoppelt diese. Also, eins. Lasst euch wirklich Zeit dabei, weil ihr seht, ich kämpfe selber. Es ist sehr schwer, weil es so eng ist. So, zwei. Und dann nochmal wieder verdoppeln. Eins und zwei. Und das letzte Mal. Eins und zwei. Und wir sind auf sechs festen Maschen. Ruhig immer nachzählen. Und es ist so, wir bleiben jetzt bei den sechs festen Maschen. Und wir machen jetzt 35 Reihen von diesen sechs festen Maschen. Wichtig ist, dass ihr immer wieder nachzählt, dass ihr auch wirklich bei den sechs festen Maschen seid. Nicht, dass ihr aus Versehen dann 7 oder 8 habt oder sogar nur 5. Dann wird die Brezel ein bisschen unförmig. Also wirklich immer darauf achten, dass ihr eure 6 Stück habt. Am besten immer laut mitzählen. Und lasst euch Zeit dabei. So, und dann macht ihr Reihe für Reihe weiter. 2, 3, 4, 5 und 6. Wer möchte, kann ja mit Kettmaschen arbeiten, dann sieht man es ein wenig, wo man anfängt und aufhört. Ansonsten einfach in Reihen, schaut schöner aus. Ich persönlich mache mir immer Stricherliste, wenn ich so viele Reihen machen muss. Und dann fällt das Zählen leichter. Lasst euch Zeit und ich zeige euch immer wieder, wie weit ich bin. Und danach erhöhen wir auf ein paar Maschen mehr. So, ich habe jetzt einfach mal 10 Reihen mit den 6 festen Maschen gemacht. Schaut jetzt so aus. Ich würde euch raten, immer wieder so nach 5, 6 Reihen etwas Füllwatte einzustopfen. Denn hinterher jetzt wird es immer schwieriger. Und ansonsten bleibt ihr weiterhin bei den 6 festen Maschen. Wie gesagt, wir machen es 35 Mal. Ich habe es jetzt 10 Mal gemacht und ich zeige es euch, wenn ich es 20 Mal gemacht habe. Und so sieht das Ganze dann nach 20 Reihen aus mit den 6 festen Maschen. Ein paar fehlen uns noch. Aber ihr seht, es wird langsam.
Und was ich euch rate, immer wieder nachzufüllen. Also ich habe hier schon fleißig Füllwatte reingetan. Macht es am besten auch dann gleich. Und jetzt gehen wir einfach mal auf die 35 hoch. So, und wenn ihr dann fertig seid mit den 35 Reihen, dann schaut das Ganze so aus. Und immer schön fleißig Füllwatte nachgestopft. Und jetzt gehen wir hoch auf 9 feste Maschen. Und dazu werden wir jede zweite verdoppeln. So, also einmal normal und dann verdoppeln. Eins und zwei. Das Ganze machen wir dreimal. Und dann sind wir eben von den 6 festen Maschen auf 9 feste Maschen hochgegangen. Und wieder verdoppeln. So. Und das letzte Mal eine normale feste Masche und dann wieder verdoppeln. Und bei den 9 festen Maschen, da bleiben wir jetzt erstmal kurz und machen diese jetzt nochmal 5-mal. Also wir machen jetzt 5 separate Reihen mit 9 festen Maschen. Ich habe jetzt die 5 separaten Reihen mit den 9 festen Maschen fertig. Man sieht jetzt, es geht langsam in die Breite. Wie eine Breze eben ist, wir werden die dünneren Reihen eben fürs Innere nehmen und außen machen wir dann die schönen dicken. Wir steigern uns jetzt hoch auf 12 feste Maschen und dazu werden wir jede dritte Reihe verdoppeln. Und zwar geht es mit 1, 2. Und dann verdoppeln. 3 und 4. So. Das Ganze machen wir dreimal. Das war jetzt das erste Mal. Eins. Zwei. Und dann wieder verdoppeln beim dritten Mal. So, das war das zweite Mal. Und jetzt noch einmal. Eins. Zwei. Und dann wieder verdoppeln. Und so sind wir von den 9 festen Maschen auf 12 feste Maschen hochgegangen. Und bei denen bleiben wir jetzt auch kurz. Und zwar machen wir 7 separate Reihen mit 12 festen Maschen. So, die 7 separaten Reihen sind fertig. Und jetzt erhöhen wir noch einmal. Und zwar gehen wir auf 15 feste Maschen. Und dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen einmal eine feste Masche. Dann verdoppeln wir gleich bei der nächsten. So. Dann kommen wieder zwei einzelne feste Maschen. Eins und zwei. Und dann wird wieder verdoppelt. So, und dieses machen wir noch weitere zweimal. Also wieder zwei einzelne feste Maschen. Eins und zwei. Und dann wieder verdoppeln. So. Dann wieder zwei einzelne feste Maschen. Eins und zwei. Und dann wieder verdoppeln. So, und damit sind wir dann eben von 12 festen Maschen auf 15 feste Maschen hochgegangen. Und bei denen bleiben wir jetzt wieder eine Zeit lang. Und zwar machen wir jetzt 12 separate Reihen mit 15 festen Maschen. So, und so schaut das Ganze dann aus, wenn die 12 extra Reihen fertig sind. Und jetzt wollen wir von den 15 festen Maschen wieder runter auf 12 feste Maschen gehen. Und dazu fangen wir folgendermaßen an. Wir machen zuerst zwei feste Maschen. Eins und zwei. Dann nehmen wir eine Masche ab. Und jetzt folgen zwei feste Maschen. Auf
aufpassen wegen der Füllwatte. So. Und dann wird wieder eine Masche abgenommen. Und dieses zwei feste Maschen, eine Masche abnehmen. Das machen wir noch weitere zweimal. Eins. Zwei. Dann wieder abnehmen. Und wieder zwei. Feste Maschen. Und einmal abnehmen. So, das haben wir jetzt insgesamt viermal gemacht. Und sind dadurch von den 15 festen Maschen auf 12 feste Maschen runter. Und bei denen bleiben wir jetzt wieder und machen diese, wie schon zuvor, 7 Mal. Also 7 separate Reihen mit 12 festen Maschen. So, ich habe jetzt die 7 separaten Reihen gemacht. Man sieht, die Breze wird jetzt wieder etwas enger. Und ich habe gleich mit Füllwatte nachgestopft, was ich euch auch raten würde. Denn jetzt wird es immer enger. Und zwar gehen wir jetzt von 12 festen Maschen auf 8 feste Maschen runter. Und dazu nehmen wir jetzt jede zweite Masche ab. Und das Ganze machen wir viermal, sodass wir dann schön auf unseren 8 festen Maschen sind. So. Also eine normale Masche. Dann abnehmen. Dann wieder eine normale feste Masche. Dann wieder einmal abnehmen. Dann wieder eine normale feste Masche. Wieder abnehmen. Jetzt kommt das letzte Mal. Eine normale feste Masche und dann wieder abnehmen. So. Dann sind wir auf 8 festen Maschen und bei denen bleiben wir wieder und machen jetzt mit den 8 festen Maschen 5 separate Reihen. Die 5 separaten Reihen mit den 8 festen Maschen sind jetzt fertig. Ich habe auch gleich wieder Füllwatte nachgestopft und jetzt geht es wieder runter auf 6 feste Maschen. Und zwar möchten wir dann jede dritte feste Masche abnehmen. Und das machen wir wieder folgendermaßen. Wir machen zwei ganz normale feste Maschen. Eins und zwei. Und da nehmen wir eben dritte und vierte Masche ab. Lasst euch Zeit dabei, es ist ziemlich eng. Man sieht es auch nicht so gut. So. Abnehmen. Das Ganze machen wir zweimal. Und so sind wir von den 8 festen Maschen auf 6 feste Maschen runter. Zwei und dann wieder abnehmen. So. Und bei den 6 festen Maschen bleiben wir jetzt wieder längere Zeit. Das ist wieder der dünnere Teil der Breze. Und den werden wir jetzt auch wieder öfters machen auf der anderen Seite. Und um genau zu sein, wir machen ihn jetzt 30 Mal. Also wir machen jetzt 30 separate Reihen mit 6 festen Maschen. Ich habe jetzt schon mal 15 Reihen gemacht. Das schaut das so aus. Und immer wieder brav Füllwatte nachgestopft. 15 Reihen folgen noch. Und dann werde ich euch zeigen, wie man die Brezel zusammennäht. So, die 30 Reihen sind jetzt fertig. Das Ganze schaut jetzt so aus. Und ich habe es jetzt auch gleich mit Füllwatte ausgestopft. Und wir ziehen den Faden jetzt lang und haben hier den Vergleich. Beide Seiten sind so ziemlich gleich lang. Und um zu sehen, ob es euch für die Breze lang genug ist und ob es so passt, dreht es einfach um und schlagt beides ein, wie bei einer echten Breze. So. Dann legt ihr es euch drauf und dann seht ihr, ist sie euch groß genug oder nicht. Ich mache es meistens so, dass er nicht ganz so groß ist wie meine Hand. Ist dann ideal für Kinderhände. Können sie es gut greifen und damit spielen. Also mir reicht es. Wer möchte, kann natürlich noch mehr reinmachen, sodass das wirklich bis nach oben geht.
aber ich mache es immer hier bis zum Anfang. So, so überprüft ihr das dann. Und wenn es euch soweit passt, dann nehmt ihr den Faden wieder auf. So. So. Und dann beende ich das Ganze einfach mit Kettmaschen. Und zwar lasse ich wieder eine Masche aus, gehe in die andere rein, mache eine Kettmasche, dann wieder eine auslassen, wieder eine Kettmasche, und dann noch einmal, also insgesamt dreimal. Und dann ist die Breze zu. Wer möchte, kann theoretisch von den 6 festen Maschen auf 3 feste Maschen runtergehen und dann zumachen. Aber mir ist das lieberer. Dann einfach Faden abschneiden, durchziehen, kann nichts mehr passieren. So, und dann zeige ich euch gleich, wie wir die Breze zusammennähen. So, und jetzt zeige ich euch, wie man die Breze zusammennäht. Und zwar habt ihr es euch schon mal vorgelegt. Also ich habe jetzt beide Fäden vernäht, sodass nichts mehr absteht. Und ihr legt es euch in die, also so hin, wie es ihr gerne haben möchtet. So. So, also wenn es dann richtig liegt, einfach mal fixieren. Und dann mit der Nadel reinstechen, zur anderen Seite raus. So, etwas Faden noch überlassen. Dann wieder zurück. So. Und das Ganze jetzt des Öfteren machen, einfach rundum. Am besten vernähen. So. Richtig schön durch. So. So hält es euch dann am besten. So. Schauen, dass ihr schön reinkommt. Theoretisch könntet ihr gleich beide auf einmal machen, aber wenn ihr es einzeln macht, dann hält es einfach besser. Zur Sicherheit, dass es besser hält. So, und ruhig auch von da unten reinstechen. So. Nur Acht geben, dass ihr den anderen Faden nicht mitnehmt. Und wirklich von allen Seiten durch. So. Dann wieder und ruhig durch. So. Immer wieder testen, ob es schön fest ist. So. Wie oft ihr das macht, könnt ihr natürlich selber entscheiden. Einmal gehe ich auch wirklich komplett durch. Das könnt ihr natürlich auch öfters machen. So. Dann ein bisschen daneben wieder zurück. So. Wenn ich dann denke, es ist fest genug, dann wird der Faden einfach vernäht. Und das Ganze macht ihr dann mit dem anderen genauso. Einfach dann wieder hinlegen und auch wieder einfach daneben vernähen. So, ich habe jetzt die zweite Seite genauso zusammengenäht, wie ihr hier schon sehen könnt. Es hält schön fest. Und dann rate ich euch, mit den Faden, also etwas mehr Faden zu nehmen, damit ihr hier noch den Verlauf, also hier durchgehen könnt mit der Nadel bis zur Mitte und diese beiden Teile auch noch ein wenig fixiert. Und zwar, wie gesagt, hier bis zur Mitte mit der Nadel durch. So. Und das ist eben hier noch offen. Dann macht es euch so, also legt es euch so hin, dass es wieder passt. Dann etwas festhalten und einfach mit der Nadel durch, komplett durch, dass ihr bei beiden rauskommt. So, unten wieder raus, festhalten
Faden durchziehen und dann wieder zurück. Das werdet ihr jetzt öfters machen müssen, bis sich das wirklich gut fixiert. So. Nicht zu sehr anziehen. Ich würde sagen, so 4-5 Mal müsst ihr schon hin und her vernähen, damit es richtig gut hält. Vorsicht, dass ihr dabei die Füllwatte nicht mit rausnimmt. So. Und immer wieder eine andere Stelle wählen. Und ruhig auch mal so über Kreuz rein. Kreuz oder über Zickzack, je nachdem. Dann wieder daneben. Und jetzt in die andere Richtung. So. Das wird dann richtig schön fest und hält gut. Wie gesagt, man muss nur gute Stellen finden, wo man durchkommt. So. Ich persönlich mache es jetzt noch einmal. Meine Spülmaschine, das kennt man schon. So, also und das letzte Mal wieder raus. Mir reicht das jetzt, es ist schön fest und zum Vernähen gehe ich jetzt einfach auf der anderen Seite wieder zurück. So, wieder bis nach vorne, dann gehe ich durch, fixiere es quasi nur mal und hier unten bei der Breze, wo man es halt wenig sieht, da finde ich den Faden nochmal und schneide ihn dann ab. So. Einmal noch dadurch. Dann nochmal in die andere Richtung. Ein bisschen versetzt. So. Und fertig ist es. Okay, die Breze ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt hier den Rest noch vernäht. Sie schaut jetzt so aus. Und wer möchte, kann theoretisch noch kleine Salzkristalle mit einbauen oder kleine Sesamkörnchen nach Lust und Laune. Ich persönlich tue gern noch etwas an Salz hinzu. Dafür habe ich jetzt ganz feines Garn genommen in Weiß. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das jetzt gemacht habe. Vor allem habe ich das jetzt gemacht, weil mich diese zwischendurch diese kleinen Löcher genervt haben, wo man die Füllwatte raussieht. Es ist zwar nicht so schlimm, aber oft beim Abnehmen der Maschen entsteht das und mich persönlich ärgert es ein wenig. Und deswegen schaue ich einfach, wo die sind und mache das kleine Salzkörner hin. Und die sind ganz einfach zu machen. Ich gehe jetzt da einfach rein, zum Beispiel jetzt hier. So. Und nehme jetzt den Faden dadurch. Das Stück hier müsst ihr euch zum Vernähen lassen. So. Und dann gehe ich einfach bei dieser Masche einfach so eins zurück. So. Und manche Körner werden ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner, wie in Wirklichkeit eben auch. So, und dann gehe ich da nochmal rein, mache dasselbe, also ich gehe in dasselbe zwei, dreimal rein, dann ist das einfach wie so eine kleine, ja, wie so ein kleiner Bär, kleine Beule, je nachdem. Es wippt sich einfach nach oben, sticht raus, so, ihr rückt das dann ein wenig zurecht. Wie gesagt, ihr könnt so oft rein, wie ihr möchtet. Das erste Salz ist fertig. Dann suche ich mir die nächste Stelle. Zum Beispiel hier. Gehe rein. Und unten, also praktisch unten durch, dass man das Weiß nicht wirklich sieht, wenn man reinkommt. Es ist etwas schwierig mit der Füllwatte. Ihr geht quasi in der Mitte von der Breze, geht ihr weiter. So, dann kommt ihr da wieder raus. So, der weiße Faden verschwindet in der Breze.
Und dann sucht ihr euch eine neue Stelle, zum Beispiel hier. Und dann wieder einfach mehrmals rein. In dieselbe Stelle, so. Immer gut nachziehen. So. So macht euch Salzkorn für Salzkorn. Und dann sucht ihr euch wieder das nächste. Ich werde jetzt mal hier außen eins machen. Da gehe ich dann wieder da rein. Arbeite mich da vor. So gut wie es möglich ist. Anfangs ist es etwas schwierig. Wegen der Watte. So. Und dann mache ich das Ganze wieder. Und ihr macht einfach so viele, wie ihr wollt. Ich entscheide auch immer spontan. Und ich mache jetzt einfach mal weiter und zeige euch dann am Schluss, wie es ausschaut. So. Jetzt haben wir schon mal drei Salzkerne. So, und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe jetzt einfach mehrere Salzkörner drauf genäht. Einfach nach Lust und Laune, mal etwas weiter hinten, mal hier vorn. Für mich reicht die Menge, wer möchte, kann es wirklich komplett rundum machen und noch viel, viel mehr drauf tun. Ich finde es soweit ganz gut. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr dann den weißen Faden vernähen müsst, würde ich euch raten, durch die Breze durchzugehen und hier in diese Ecken, Nischen, wie auch immer, quasi hinzuarbeiten, also euch dahin zu arbeiten, denn hier könnt ihr den Faden am besten vernähen. Geht zwar etwas schwierig, aber man sieht ihn dann hinterher nicht mehr. Also wirklich da einstechen und wirklich hier unten drunter ein paar Mal hin und her vernähen und dann könnt ihr ihn ganz normal abschneiden. Und das Weiß ist vernäht und man sieht es aber nicht. Oder so gut wie gar nicht. Probiert es mal aus. Und ich würde euch auch raten, wirklich mit beiden bis in so eine Ecke zu gehen und das eben da zu vernähen. So, jetzt habe ich das Weiße, also den weißen Faden jetzt auch noch vernäht. Und so schaut das Ganze dann aus. Wie gesagt, von der Größe her könnt ihr variieren, von der Wolle ebenso. Ich habe jetzt eine ganz normale, dicke Wolle hergenommen. Ich selbst werde es mal mit feinen Garn ausprobieren, mal schauen, wie es da aussieht. Und die Deko, eben die Salzkörner oder Sesam, was auch immer, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Probiert es einfach mal aus. Probiert auch gerne mal verschiedene Größen aus und schreibt mir, wie es euch gegangen ist. Und wie ihr meine persönliche Anleitung findet. Normalerweise häkle ich gern was aus vorgegebenen Anleitungen und ändere die dann für mich selbst um. Und dies ist jetzt wirklich komplett von mir. Schauen wir mal, wie es euch gefällt, wie es euch gelingt. Schreibt es mir einfach, falls ich etwas verbessern soll oder verbessern kann. Und wie es euch einfach wirklich damit gegangen ist. Und das Beste daran, wir arbeiten ja demnächst am Frühstück. Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Wenn man sie dann dazu nimmt, schaut doch gut aus, oder? Passt doch super zum Frühstücken. Gut, dann hoffe ich, meine kleine Spezialbreze hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald, beziehungsweise wir hören uns bald. So, und hier noch ein kleiner Zusatz von mir. Das hier ist die Breze, die ich euch gezeigt habe und ich habe es noch vorm Veröffentlichen des Videos geschafft, noch eine zweite zu häkeln mit feinen Garn. Es ist genau dieselbe Anleitung, wird aber größer und ist eher so ein helles Braun. Müsst ihr wieder entscheiden, was euch besser gefällt. Ich persönlich tendiere zu der dunklen Breze, aber nur, dass ihr mal den Unterschied seht. Mit feinen, hellen, glänzenden Garn oder mit normaler Wolle.